It's booting. This is booting. I'm so excited. Ich habe hier ein ganz besonderes Schätzchen auf dem Tisch, und zwar ist das ein Power Quality Analyzer. Benjamin hat mir das Ding geschickt. Kein Bild, kein Ton, war so ungefähr die Meldung. Das klingt spannend. Also, wie auch immer, alles mit Netzspannung sowieso spannend ist. Ach komm, wir müssen es kurz wieder erwähnen. Wir werden das Ding hier aufmachen, wir werden reingucken, ob wir was sehen. Warum es kaputt ist, ich habe keine Ahnung. Das bleibt jetzt hier so, wie es ist. In der Hinsicht, entweder es wird eine Reparatur oder es wird ein Teardown. Was macht das Ding überhaupt? Wie funktioniert es? Vielleicht findet man Fehler. Wir werden hier mit Netzspannung arbeiten und Netzspannung ist relativ gefährlich. Hier schaffe ich jetzt am Trenntrafo. Euch kann es tödlich umbringen. Ich schau mal, dass mir nichts passiert. Also, nicht nachmachen, gell? Wenn ihr so ein Ding zufällig zu Hause habt. Also, als erstes mal hier in die sichere Steckdose des Trenntrafos. Vielleicht sollte man noch ein bisschen erwähnen, dass das Ding schon einen ganz schönen Sack voll Anschlüsse hat hier, gell? Also da bleibt kein Auge trocken. Aber egal, erst einmal Strom drauf. Flink. Ich bilde mir ein, ich habe jetzt da drin was kurz leuchten sehen. Erst einmal Strom drauf. Entweder war es die Hintergrundbeleuchtung oder es war ein Gamma-Flash. Machen wir mal Plausibilitätsüberprüfung. Boah, also wenn er einmal renoviert, ist alles voll Dreck. Gucken wir mal, ob das Ding Leistung zieht. Erst hat es ein bisschen Leistung gezogen und jetzt 1,4 Watt. Das ist ein wenig ganz wenig. Okay. Wie schon der Philosoph sagt, don't turn it on, take it apart. Aber wir haben es halt schon angeturnt, also müssen wir es jetzt auch apart taken, ne? Du magst du jetzt nicht auseinandergehen, jetzt habe ich schon die Schrauben weggemacht. Ah, Sicherheitssiegel. Ich wäre wieder beinahe drauf reingefallen. Das ist dann wieder der Punkt, wo ihr mit Recht in den Kommentaren schreibt, bist du blöd. Das ist ein sehr sicheres Sicherheitssiegel. Sonst würde ja auch nicht Sicherheitssiegel draufstehen. Ui, das war einfach. Ich sag's wieder so nebenher, auch wenn das Ding abgesteckt ist, da können auf den Kondensatoren noch schon ein paar Restspannungen drauf sein. Auf den ersten Blick übersichtlich. Da kommt Netzspannung rein. Das ist schon einmal klar. So, das scheint einfach zu sein. Nach kurzem Suchen sieht man dann, dass der Chip hier nicht mehr so richtig gut ausschaut. Und ja, das kann ich, glaube ich, jetzt hier ein bisschen abkürzen. Das sieht so aus, wie wenn ich hier Netzspannung angeklemmt habe. Hier sind den Störkondensatoren, hier nochmal, das dürfte eine stromkompensierte Drossel sein, gleich wie der Kondensator. Also ist das hier ein prima gedachtetes isolierendes Schaltnetzteil und da hat es den Wandler zerrissen. Ich habe eine Weile geguckt, weil wenn man das Ding jetzt hier aus der Nähe anschaut, das müsst ihr euch, Moment, das muss ich euch zeigen. Also ich habe erst die Idee gehabt, dass man entweder hier direkt einspeist. Ja, das ist ein bisschen unübersichtlich, muss ich auch gerade dazu sagen. Die Kondensatoren hier sind 16 Volt, also werden sie wohl nicht über 12 Volt gegangen sein. 5, 8, 10 Volt kann alles Mögliche sein. Das sind nochmal zwei Drosseln, also haben sie wahrscheinlich mehrere Spannungen gemacht. Hier direkt aus der Spule von dem Netzteil, da werden wohl zwei Spannungen gemacht. Ne? Das sind ein paar Tantals, das sind ein paar Dioden und vielleicht nochmal ein Schaltnetzteil EC. Während hier sehen wir zumindest mal einen Optokoppler für Rückkopplung. Und hier ist der 431er Chip, der die Referenz darstellt. Also hier ist auf jeden Fall eine geschlossene Regelschleife. Und dann haben wir gedacht, ach, vielleicht kriegen wir von dem Chip was raus. Und das ist tricky, wenn man sich das anguckt, weil hier ist ein Logo und das ist ein bisschen schräg. Ne? Ich habe gedacht, könnte ST sein, vielleicht ST mit einem, und da hier ist immer noch ein T. Und dann habe ich angefangen zu suchen, welche von diesen Chips ST liefert und ob das irgendwie passt in dieses Pinning mit dem ausgelassenen Chip hier, also mit dem ausgelassenen Beinchen hier. Ja, nach einer Weile suchen, ich kam auf keinen grünen Zweig, habe mir gedacht, Moment, und das ist jetzt auch gleich das Lessons Learned. Da hat doch was geklappert. Und dann habe ich, war ich ganz froh, dass ich meinen Tisch immer sauber mache, wenigstens einmal abwische zwischen zwei Versuchen, weil da ist nämlich hier das Deckerli, das Deckerli rausgeflogen. Und das habe ich noch so halb bewusst, halb unterbewusst gehört. Bevor wir weitermachen, habt ihr euch eine kleine Werbepause redlich verdient. Und zwar
wird dieses Video von NordVPN unterstützt. Bei NordVPN hat sich einiges geändert. Ich möchte euch kurz erklären, was für euch persönlich der Vorteil eines VPNs sein könnte. Und zwar vor allem gibt es zwei Haupteinsatzmöglichkeiten. Entweder ihr seid in einem freien WLAN, ihr habt euch irgendwo einen Wi-Fi-Hotspot geschnappt und denkt, ihr wärt im sicheren Terrain. Seid ihr aber nicht, weil selbst wenn ihr denkt, ihr seid bei, was weiß ich, Facebook oder eurer Bank und die haben ja eh immer HTTPS, seid ihr euch denn sicher, dass da nicht irgendwo ein Man in the Middle rumhockt, der euch die DNS-Abfrage gepoisoned hat? Jedenfalls denkt ihr, wärt bei Facebook, werdet aber umgeleitet zu einer anderen Seite und der Man in the Middle lässt wunderbar eure Browser-Exploits dann gegen euch laufen. Oder beim Software-Download könnt ihr euch in eine andere Software unterschieben, wenn die nachher nicht signiert ist. Was ein VPN da oder VPN da machen kann dagegen ist, ihr baut im Prinzip einen verschlüsselten Tunnel. Ihr braucht eigentlich bloß die Steckdose, die Netzwerksteckdose und ihr baut einen verschlüsselten Tunnel zu einem Ausgangspunkt über irgendwo auf der Welt. Dafür müsst ihr natürlich dann auch bezahlen, deswegen sind gute VPNs nicht kostenlos. Und dann denkt eben der Server auf der anderen Seite, ihr kommt von woanders her. Das hat auch sehr viele andere Vorteile. Und zwar könnt ihr bei Diensten, die lokalisiert sind, wir wissen alle, welche gemeint sind, dann so erscheinen, wie wenn ihr in USA oder wie auch immer euren Rechner stehen habt. Es gibt noch ein paar zusätzliche Features, die NordVPN hat. Und zwar die CyberSec Suite agiert wie ein einfacher Adblocker. Falls ihr aus irgendwelchen Gründen in eurem Endgerät keinen Adblocker installieren könnt, kann es euch da unterstützen. Die Geschwindigkeit, ich habe es an zwei, drei Punkten ausprobiert mit meiner DSL 100-40 Leitung, ist erstaunlich. Natürlich gehen die Pingzeiten dann hoch, je nachdem, welchen Exitpunkt der Erde ihr euch schnappt. Aber für Voice-over-IP ist es auch sicherlich nicht die erste Wahl. Andere Vorteile sind der 24/7 Support. Ihr habt einen eingebauten Kill-Switch, wenn ihr es so möchtet. Also die Verbindung wird unterbrochen. Also euer Computer hängt nicht mehr am Netz, wenn der Tunnel zusammenbricht. Es gibt kein Logging und ihr habt Apps für alle gängigen Betriebssysteme und mobilen Betriebssysteme. Also, schaut mal auf den Link unten in der Videobeschreibung und vielen Dank an NordVPN für die Unterstützung dieses Videos. Und wenn wir das jetzt hier drauf basteln, würde ich mal sagen, als Beweismittel zulässig, euer Ehren, das ist ein TNY268. Der ist jetzt nicht so ungewöhnlich und den habe ich gleich mal als erstes bestellt. Das ist auf jeden Fall mal ein Versuch, den man machen sollte. Dann, das seht ihr nicht, auf was ich jetzt deute. Das Ding sieht recht neu aus. Deswegen traue ich mir jetzt einfach mal zu, nachdem sich der jetzt hier auch nicht biegt und das irgendwie so von 2012 ist wohl, hier laut dem Datecode. Der wird wahrscheinlich nicht kaputt sein. Bevor ich das Ding zusammenbaue, werde ich den nochmal durchmessen, weil der könnte natürlich auch, diese Netzteile haben so das Problem, wenn der Lade-Elko sich zerlegt, dann geht auch gern der Chip hier kaputt. Aber da warte ich jetzt drauf, bis ich eh einen Lötkolben anheize. Im Moment ist es so, ja, es ist bestellt und für euch geht es im Video gleich weiter. Ich mache inzwischen was anderes. So, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen. Die Ersatzteile sind da. Dann können wir uns wieder freuen auf meinen geliebt gewünschten oder auch nicht erwünschten Gamma-Blitz beim Einschalten. Aber für euch ist es jetzt direkt danach. Für mich ist es da zwei Wochen, glaube ich, vergangen, ungefähr. Ja, ich habe noch ein paar andere Sachen zu tun. Kann ich nur bloß Spaß haben, gell? Also, jetzt muss erstmal der Elko hier raus. Und, also erstmal muss die Platine natürlich auseinander. So. Und, also der Elko muss raus und dann schalte ich noch geschwind den Spannungspfad an. Also, ob der Gleichrichter okay ist. Warum? Weil das ist fast kein Aufwand und das knallt halt dann doch gehörig, wenn die Dioden durchgängig wären. So, schauen wir mal schnell. Na ja, gut, das Short wird von dem Elko kommen. So, jetzt muss der Elko geschwind raus. Ich verzinne gerne vorher. Ihr wisst warum, Blei oder nicht Blei, das ist hier die Frage. Und bevor jetzt jemand fragt, ja, ich teste auch gerade einen anderen Lötkolben. Das ist ein billiger Mock-off. Das ist ein billiger Knock-off von dem guten, direkt geheizten Hako. Ihr werdet jetzt auch gleich fragen, wie das mit der Entlötmaschine ausschaut, weil da haben auch schon einige gefragt, was ich da verwende. Ich teste das noch. Es gibt dann vielleicht mal ein Video, wenn ich damit durch bin. Aber ich möchte jetzt nicht was verlinken, was ich nicht schon eine Zeit... was ich nicht schon eine Zeit im... Na toll, jetzt hat es runtergespritzt. Komm, das machen wir mal ohne Schnitt. Wow. Also,
Ich glaube, ihr könnt meine Begeisterung verstehen dafür, dass das das Billigmodell ist. Scheint es doch momentan ganz gut zu funktionieren. Ernsthaft? Also für alle Nicht-Experten unter euch, 82 Pico-Farad ist recht wenig gegenüber 47 Mu-Farad. Hätte ich dem Ding nicht angesehen, aber das wäre eine super Erklärung, weil diese Schaltwandler mögen das nicht, wenn sie natürlich keine saubere Spannung kriegen. Komm, wir nehmen mal das andere Messgerät, nur für Spaß. Resistor. Witzig. Ja, jetzt habe ich noch Streicher irgendwie blöd reingesteckt. Das ist nie gut, ne? 2 auf 2 macht keinen Sinn, 3 auf 3 macht keinen Sinn. Charge the battery. Ja, so. So. Eieiei, leicht verbogen. So, 1 und 2, das müsste passen. Das ist jetzt wieder ein neues Ergebnis. Aber ein Mü ist trotzdem zu wenig. Egal, was jetzt hier stimmt, das hängt natürlich auch von der Testfrequenz ab, das ist zu wenig. So, das ist ein Lade-Elko. Also der muss jetzt nicht ESR sein, weil der ist auf der Primärseite. 450 Volt, 47 Mü. Die habe ich garantiert nicht da. Haha, 47 Volt. 47 Mü, 400 Volt. Ja gut, 450 Volt. Das lasse ich aber gelten, wenn ich es an Netzspannung betreibe. Da bin ich jetzt einfach mal großzügig, gell? Ist doch gut, wenn man immer einen kleinen Vorrat hat. So. Selbst wenn man hier die Polarität vergessen würde, wie man ihn ausgerührt hat, da sieht man es ja noch. Der muss jetzt hier aber allerdings auch raus. Und das ist drollig, dass der da noch... Das ist ja... Oh, ist der putzig. Frage ist nur, kriege ich den raus, ohne den hier mit auszulöten? Das ist so der Klassiker, man feststellt, dass die anderen SMD-Bauteile nicht lieferbar sind. Dann muss man halt hier einen ganz kleinen reinmachen. Das wird mir jetzt wieder Spaß bereiten, also mache ich den am besten gleich weg. Der Vorteil ist, sollte ich das vergurken, kann ich immer noch im Schaltplan gucken, was da wirklich reinkört, also in der Application Note von dem Spaß. Ja, die Lötspitze ist jungfräulich. Das wäre jetzt eigentlich ein Ding für ein Heißluftföhn gewesen. Ja, ich scheiß da nicht rum. Der Chip ist ganz offensichtlich Qi. Und das geht dann am schnellsten so. Oh. So war das zwar nicht gedacht, aber der hat sich quasi selber gern ausgelötet. So. Und jetzt kommt wieder der Spaß an, was ihr nicht denkt, wenn ihr euch lustig macht, dass man natürlich um den Lötkolben und die Kamera drumherum arbeiten muss. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Deswegen hat weder den Kopf noch die Arme da, wo ihr sie normalerweise habt. Und deswegen sehe ich manchmal auch bestimmte Sachen nicht so. Oh, der regt mir auf, der Lötkolben. Deswegen auch der Trend zum Zweitlötkolben, weil dann braucht man nämlich nicht da und die Spitzen wechseln. Fuck. So, das ist, wenn der Lötkolben zu heiß ist. Scheiße. Dann bretzelt er die Leiterbahn weg. Das Lustige ist, dass der SMD-Kondensator in der Größenordnung des Abstands ist. So, das war der Punkt, wo ich unter der Lupe weitergelötet habe. Gemurkst ist es so oder so. Ja, wir lernen daraus. Nee, den Lötkolben zu heiß lassen von irgendwelchen vorherigen Experimenten und vorsichtig sein bei so den Leiterbahnen. Naja, gut. Ich hatte es gerade gewundert, dass die Lötpads hier so sauber sind auf der Seite. Also da ist wirklich nichts durch. Abgeklebt. So, oh, das sieht ja fast schon professionell aus. So, jetzt kann ja eigentlich fast nichts mehr schief gehen. So, jetzt machen wir noch die Endkontrolle.
Und dann schließen wir den Spaß natürlich an. Das ist übrigens ganz interessant, weiß gar nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ich hatte den bisherigen Teil des Videos mit ISO 1600 aus Versehen aufgenommen. Dafür ist die Schärfentiefe höher, allerdings auf der anderen Seite das Rauschen natürlich auch höher. Also normalerweise gehe ich eher so auf 400 oder im Notfall auf 800. Mal gucken, wie sich das auswirkt. Ja, die müssen so ein bisschen lauterlich da, aber so lauterlich nein, ich glaube da auch nicht. Also die Adernenthülse sollte man vielleicht mal leicht erneuern. Zwecks der Safety, ne? Und so. So, den USB brauchen wir gerade nicht. Schreib mal ein bisschen auf, weil dann spare ich Zeit. Und das gibt auch gleichzeitig mehr Watchtime, ne? So, da ist der totale Trend drauf. Wie ihr natürlich wisst, erkennbar an gar nichts. Und deswegen hier auch dieses super sichere Kabel. So, und jetzt guck mal, ich nehme ja immer gern noch den Flirr dazu, damit ich dann eben sehe, ob sich der Gamma-Blitz dann schon so richtig andeutet. Schauen wir mal. Auf der anderen Seite würde ich natürlich auch gern sehen, es könnte ja sein, dass es funktioniert. Wie auch immer, ein und Flirr und an. Moment. Please hold the line. Was ja bei Netzspannung witzig doppeldeutig ist. So, schauen wir es nochmal an. It's booting. This is booting. I'm so excited. Wie ich immer so schön sage. Verdammt, das funktioniert. Was sagt er mir jetzt hier gerade? Aha, aha. Jetzt wäre der Moment, wo ich mir die Anleitung schnappen sollte. Es müsste den echten Effektivwert der an den Messeingängen angelegten Spannungen und Ströme. Könnten wir uns dann ein Leistungsmessgerät bauen eigentlich? Ernsthaft? Das würde funktionieren? Moment, one moment, please. So, das hier ist Strommessung, Spannungsmessung, okay. Ja, man könnte Adernenthülsen nehmen, dann geht's aber nicht mehr rein. Und das ist ja versuchsaufbar, gell? Bevor die ganzen Klugscheißer daherlaufen kommen. Also, das ist da neutral, Leiter. Wir hätten die Schaltung vorher analysieren sollen, das wären die Stromwandler sein. Weil ich mich gerade gefragt habe, ob die überhaupt galvanisch entkoppelt sind. Sehen sie dann wohl. Sonst macht sie nämlich mächtig Pöff, wenn ich hier Spannung und Strom gleichzeitig in das Ding rein verdrahte. So, das hier ist V1 und da müssen wir jetzt hier den Strom über 1S drüber laufen lassen. Aber wir können eigentlich, oh nee, einfach nur einschalten, ist langweilig, oder? Was macht der Kerl da? Eigentlich logisch, oder? Wir haben hier jetzt einfach die Versorgungsspannung von dem Gerätchen auch zur Versorgungsspannung erklärt für die Glühbirne. Hier wird die Spannung gemessen und die Spannung wird dann hier einmal durchgeschleift, damit hier hinten Strom rauskommt. Und dazu kommen jetzt die guten Vago-Klemmen, die guten. Wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, dann sollte nachher die Lampe wenigstens mal leuchten und wir sollten 60 Watt beim Cosinus Phi von 0 Grad angezeigt bekommen. Naja, was soll da schon schief gehen, gell? Der Strom mit den 83 Ampere ist noch ein bisschen erstaunlich. Wirkleistung 18 Kilowatt. Das sieht aus, wie man da noch irgendwas einstellen müsste. Messung. Das klingt doch gut, ne? Messwandler. Mhm. Phase. Wenn ich jetzt da einfach den auf... Upsala, wie geht jetzt dies? Ach du Scheiße. 5 Ampere, 5 Ampere. Müsste doch dann eigentlich richtig sein, ne? So einfach ist es aber nie. LN, ja, Nennfrequenz, das passt. Ja, war's das? Mal gucken, was er anzeigt. Ui, also minus, okay, das fresse ich noch, 56 Watt, Powerfaktor 1, 217 Volt. Geil, das funktioniert, das ist ja echt erregend. Jetzt gehen wir der Spannung runter, 36 Watt. Boah, jetzt nehmen wir mal, komm, jetzt haben wir Spaß, gell? Jetzt nehmen wir mal eine LED. Was haben wir denn da für schöne LEDs da?
Irgend so eine Klumpatsch-LED, hä? Wird doch irgendwo eine sein. 8 Watt. Der Powerfaktor ist sogar gut. Gott, leicht induktiver Anteil. Ich muss jetzt noch die Vorzeichen umdrehen. 8 Watt, steht das? Stimmt das? 7 Watt. Naja, Komm, jetzt nehmen wir die gute. Ui. 4 Watt. Immer noch Powerfaktor 1. Das ist jetzt irgendwie langweilig, Powerfaktor 1. Ich brauche jetzt irgendwas Schlechtes. Ah, da haben wir noch eine. Eine von denen war doch schlecht. Haha. Auch nicht. 3 Watt. 0,98 Powerfaktor. So, und jetzt wollen wir wissen, genau das Ding misst. Weil das können wir eigentlich nachstellen. Also jetzt, hier, das ist jetzt meine Referenzbirne. Hatten wir vorhin schon mal, ich weiß. 80,3. Das ist eigentlich falsch. Und da ihr mir so einen schönen Testsockel mal geschickt habt, schließe ich jetzt das an ein Powermeter. 61,4 Watt. Das soll wohl eine 5 sein. So. Das wird jetzt noch Möglichkeit, dass ich es vorhin eine 6 eingegeben habe. Na, das sind 80 Watt, das stimmt nicht. Dann nehmen wir den anderen Stromeingang. Andere Strom- und Spannungseingänge. So. Puff, puff. Oh, die Spann... Au, oh, verdammt. Das ist... Oh Mann. Ich habe am Variac... Das ist euch natürlich aufgefallen. Ich habe gar nicht mehr drauf geschaut. Die Spannung war zu hoch. Am Variac. So, 224 Volt. 58,5 Watt. Ja, das kommt, das kann sein. Oh Mann, hey. Okay, wenn man blöd ist, ist man halt blöd, gell? Das ist halt fies, wenn man nicht genau drauf schaut. Ihr habt es natürlich gemerkt. So, jetzt machen wir noch einen schnellen Durchlauf durch die Platinen. Wir sind jetzt hier an dem Busstecker, zu dem kommen wir dann einmal später. Das hier ist ein differenzieller Bustreiber. Aber wie gesagt, wir kommen später dazu. Jetzt noch ein Wort zu der Lithium-Batterie. Die sollte man natürlich messen nach so einer Reparatur. Die ist im Bereich 3 Volt, deswegen das passt. Nichts, nothing to see or nothing to do hier. Jetzt noch kurz zu dem, da hinten seht ihr das ein bisschen unscharf, dem Keramikkondensator. Das ist so eine Geschichte, was ich da gemacht habe. Eigentlich sollte man den auf jeden Fall mit einem neuen ersetzen, wenn man sowas tut, weil auslöten und so weiter ist Stress für die Dinger. Und die Dinger neigen auch ein bisschen dazu, je nach Typ, bei Brüchen Kurzschlüsse zu erzeugen. Und das ist dann nicht so witzig. Da haben wir einen Störkondensator. Ich habe es nicht bis zum letzten analysiert. Also hier ist auf jeden Fall ein Schaltnetzteil, dann ein paar Gleichrichterdioden. Und hier sieht es auf jeden Fall nochmal, dass ein Schaltregler realisiert wurde. Das sind digitale Eingänge. Hier alles Entstörbeschaltung der Kondensatoren, antiparallele Dioden. Das ist ein Optokoppler. Und die ganzen Optokoppler, ne, das ist die einfachste Möglichkeit, eine Störung nicht in die Schaltung reinzukriegen, die werden hier über, das sieht man ja ganz, zwei Schieberegister digital eingelesen. Und jetzt machen wir eine kleine Reise da nach hinten. Ja, den ULN 2004 oder 8 oder wie auch immer, die kennen vielleicht einige von euch. Das sind 8-Bit oder 7-Bit, je nachdem, nach Typ. Open Collector Relay Treiber und auch hier, das hier wird wieder verwendet, um Ausgänge zu bespaßen. Hier sind zwei Varistoren und die ziehen die beiden Anschlüsse gegenüber hier dem, was wohl als PE angeschlossen gedacht ist. Das Kerlchen hier liegt in Serie, sieht man ja hier auch, vom Eingang zu der weiteren Schaltung. Ich nehme an, dass es eine Anlaufstrombegrenzung ist, also ein NTC, negativer Temperaturkoeffizient. Beim Anlaufen wird er warm und der Widerstand sinkt dann. Da das Gerät relativ geringe Leistung braucht, ist das dann wahrscheinlich okay. Der erste Entstörkondensator, dann eine stromkomplizierte Drossel. Das Ding ist eine Pracht. Da hat man wohl, um die Spannungsfestigkeit zu erhöhen, hier eben Trenner reingemacht. Ein Full-Bridge Rectifier. Das Kerlchen hier kennen wir schon mit meinen Lötkünsten. Das sieht schon eher nach einem Schlachtfeld aus. Naja, gut. Ist halt so. Haben wir schon gehabt, Optokoppler-Rückkopplung. Auf das brauche ich jetzt nicht mehr weiter eingehen. Hier bei den Stromeingängen haben wir eben hier 4 Wandler. Das sind im Prinzip Spulen.
ganz simpel. Und hier bei den Spannungseingängen, das sind eben einfach Teiler. Und man hat hier mehrere MELFs hintereinander geschaltet, um die Spannungsfestigkeit zu erhöhen. Und das sieht so aus, wie wenn die dann hier noch runtergeteilt werden zu dem Stecker. Und ja, das finden wir auf der Rückseite dann auch nochmal. So, das ist das Hirn von der ganzen Geschichte. Da sieht man einen für mich guten Bekannten. Das ist ein Profi-Chip HPC 3 Plus. Was der macht ist, Profibus kennt ihr wahrscheinlich. Komm, bringen wir ein bisschen mehr ins Fokus. So, vielleicht kennt der Profibus, vielleicht auch nicht. Also, das ist jedenfalls ein Chip, der das Profibus-Protokoll spricht und über eine digitale Schnittstelle verfügt. Also man kann da im Prinzip da in Speicherzellen schreiben und wieder zurücklesen, bla 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 bla. Ein bisschen digitales Hühnefutter. Das hier sind, oh, jetzt habe ich es nachgeschaut. Ich glaube, Atmel's Serially Flashes müssten das sein. Nagelt es mir nicht drauf fest. Das hier ist ein Ethernet PHY, also der Schnittstellenbaustein, der den unteren Level macht, also vor dem Hardware-Layer, das habe ich mal falsch gesagt, also nicht die Magnetics. Die müssten dann hier schon drin sein, die Magnetics. Ne? Dann haben wir hier zwei Blackfin-Prozessoren. Wow. Das hier sieht nach RAM aus, das hier auch. Ah, das ist ein NAND-Flash. Okay, Gott, dann werden die von dem hier gefüttert. Hühnerfutter. Da hinten, ja, da war ich kurz erstaunt, aber es ist eigentlich klar, was das hier sein soll, wenn man das in der Nähe zu dem Stecker hier betrachtet. Das ist ein JFET-Operationsverstärker. Und zwar jede Menge. Da habe ich nicht geschaut, aber das sieht aus wie eine Power-Conversion, dass die vielleicht eine besondere Spannung brauchen. Schaut man sich die ganze Freude dann von hinten an. Also wir sind jetzt, hier oben waren wir gerade, ne? Da ist die Displayplatine. Dann sehen wir hier aufwendig gemachte Schalterlies und da hinten eben andeutungsweise die Platine, die das Display ansteuert. So, das war's für heute. Das war doch eigentlich etwas für alle. Spannung, Spaß und Schokolade. Also, zerlegen, reparieren, reinschauen und messen. Das sind jetzt aber vier Dinge. Blöd. Naja, okay. Das hat euch hoffentlich genauso interessiert wie mich. Und ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen am Ende. Das wäre jetzt echt schade drum. Naja, schaut mal bei den anderen Kanälen vorbei, wenn ihr noch mehr Sehnsucht habt. Ich weiß gar nicht, warum immer alle fragen. Diese Discord-Anmeldung, das ist kein großer Hackmeck. Schaut unten auf den Link. Und ja, ihr könnt euch dann die App installieren auf PC oder wo auch immer. Und dann könnt ihr unserer kleinen Community beitreten. Ist doch auch ganz nett. Da kann man auch manchmal so intelligente Fragen stellen und manchmal kriegt man sogar intelligente Antworten. Finde ich eine nette Einrichtung. Bei anderen Kanälen zahlt ihr da extra Geld dafür. Hier alles all inclusive. Was euch aber nicht daran hindern sollte, eine Kanalmitgliedschaft oder Patreon oder... Also ihr findet das alles dort in der Videobeschreibung. Sogar meine Kontoverbindung für alle, die es direkt am liebsten haben. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Servus.